Müssen die Fans zukünftig auf solche Auftritte von Prinz George verzichten? Gemeinsam mit seinen Eltern William und Kate ist der junge Royal zuletzt gleich mehrfach Gast bei der Fußball-Europameisterschaft. Bei zwei Spielen jubelt der 7-Jährige der englischen Nationalmannschaft zu und zieht auf der Tribüne des Wembley-Stadions alle Blicke auf sich. Beim Match gegen Deutschland freut er sich wie ein König über den Sieg der Three Lions. Nach dem verlorenen Finale gegen die Italiener ist er sichtlich geknickt. Doch während sich zahlreiche Fans über die süßen Reaktionen des Grundschülers freuen, hagelt es auch Spott und Häme für den großen Bruder von Charlotte und Louis. Ein Nörgelpunkt der Kritiker? Georges viel zu konservatives Outfit. Sowohl gegen Deutschland als auch Italien trägt der älteste von drei Geschwistern einen Anzug inklusive Krawatte. Ganz im Partnerlook mit seinem Papa. Für einen jungen Blaublüter eigentlich ein recht normaler Style. Doch zu diesem Anlass erwarten viele Fans einen patriotischen Auftritt im Trikot, zumal dank älterer Fotos sicher ist, dass der Blondschopf ein solches besitzt. Außerdem feuert selbst Premierminister Boris Johnson die Kicker im weißen England-Shirt an. Im Netz häufen sich deswegen die fiesen Tweets. Hätten sie Prinz George nicht ein Trikot anziehen können? Muss der arme Junge einen Anzug tragen? Und Prinz George, 8 Jahre alt, Anzug und Krawatte. Premierminister, 57 Jahre alt, Fußballtrikot. Doch was steckt hinter dem Dresscode? Sucht sich George seine Kleider etwa selbst aus? Tennisstar Marion Bartoli kennt die Antwort. Ich war gestern zum Nachmittagstee bei Kate und es gab eine Diskussion, ob George heute Abend das Trikot im Wembley-Stadion tragen darf oder nicht. William war wohl dafür, aber Kate war nicht so begeistert. Dass ihr Sohnemann wegen seines Anzugs ziemlich verspottet wird, ahnt die Herzogin zuvor wohl nicht. Solche unangenehmen Kommentare wollen die Royals in Zukunft aber vermeiden. Ein Experte erklärt jetzt: Prinz George ist eigentlich sehr beliebt, aber ich denke, William und Kate werden versuchen, ihn ein wenig aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Sie sind sich dessen sehr bewusst. Wird George in Zukunft also wirklich seltener solche Großveranstaltungen mit seinen Eltern besuchen? Seine Fans wären darüber sicherlich ziemlich traurig. Schließlich begeistert der Knirps sie immer wieder mit seinem niedlichen Charme. Egal, ob er einen Anzug trägt oder nicht.